Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja, wir haben im letzten Part hier den guten Tempel im Tal erkundet und haben ein paar Schalterrätsel gefunden, beziehungsweise haben einen Raum gefunden, wo die ganzen Schalter versteckt sind. Wo die ganzen Schalterkombinationen versteckt sind. Für die verschiedenen Türen. What the fuck? What the fuck is happening? Ach, das sind die zwei Viecher, die wir eingesperrt haben, ne? Jo. Die haben ja auch schön eingesperrt, das ist schön. Wie gesagt, haben diese Kombination schon gefunden, wo wir auch gleich wieder hingehen. Und haben auch schon einen dieser Räume abgeschlossen und haben dort den Stein des Maat gefunden. Wofür auch immer wir den brauchen werden, wir werden es wahrscheinlich früh genug rausfinden. Das heißt, wir werden direkt einmal hier die zweite Kombination anschauen. Die grüne. Was das bringt, werden wir auch noch sehen. Oh, einmal bitte Fernglas benutzen, danke. Dreieck, Messer und Vogel. Alles klar, wird gemacht. So. Das war unpassend. Dreieck, Messer und Vogel. Kann ich mir trotzdem merken, wollte ich nicht extra hingehen. Oh Gott, zu viele Türen. Dreiecke, Messer und Vogeln. Vogeln, vor allem Vogel. Messer und Vogel. So, wo ist jetzt die Tür aufgegangen? Kamera, brauchst du nicht hinzoomen. Ich weiß schon. Ah, jetzt hier, okay. Gut. Ein paar Fledermäuse, nichts Neues. Das kennen wir ja schon zu Genüge. Oh, das sieht auch sehr interessant aus. Ach, komm schon. Also, ich hasse es, dass die Böden immer so alle schief sind. So eigentlich jeder Boden in diesem Spiel ist schief. Och, Mädel. Bitte. Gut, ich gehe so nah an die Kante, wie ich kann. Und jetzt. Okay. Wenn wir gerade den Granatwerfer schon gefunden haben beim letzten Mal, als weiteres Sequel können wir das nicht mehr benutzen, ne? Hi. Frech. Wie es einfach nicht explodiert ist, was? Wow. Die Granate so. Nö. Gut, Granatenwerfer bringen im Wasser nichts. Habe ich jetzt auch verstanden. Ach, jetzt auf einmal schon. Die explodieren einfach nur 5000 Jahre später. Dann ist ja okay. Tot? Ja. Passt das? Darf ich das Wasser nun betreten, ohne Angst zu haben? Ich glaube schon. Sehr schön. Dann. Da ist eine Klappe. Die kann ich hier drüber laufen. Das ist gut. Hier sind ein paar Kästen, die man reinfassen kann. Und hier vorne ist ein Schalter. Was bringt mir dieser Schalter? Der öffnet die Tür. Sehr schön. Amen. Gut. Und die Kästen sind hoffentlich keine Fallen. Es gab keinen Hinweis darauf, welche ich drücken muss. Also denke ich mal. Traue ich einfach mal dem Spiel. Gut, hier ist nichts dran gewesen.
Ich glaube, die Gefahr des Raums war wirklich einfach nur die Krokodile. Die Fallen sind ja jetzt nicht so krass in den Räumen. Das wäre auch ein bisschen zu übertrieben, wenn es jetzt 50.000 Fallen geben würde. Beim anderen Raum waren ja auch hauptsächlich nur diese Stachelfallen, die man hätte theoretisch rein krabbeln können, wenn man nicht früh genug von den Brettern wieder runtergekommen wäre. Also entweder muss ich wirklich gerade alle aktivieren, oder ich habe wirklich das größte Pech dieser Welten. In einem von denen ist es drin, und zwar nur in dem letzten irgendwie. Das wäre traurig. Aber ich muss eigentlich in der Mitte noch reinkommen, ne? Ja, okay. Das wäre das Problem. Theoretisch, wenn man die Krokodile nicht ausgeschaltet hätte, dann wäre man sehr, sehr schlecht hier in die Mitte reingekommen, weil man muss ja alle Schalter aktivieren. Und wenn da so 15 Krokodile dich gerade anknabbern wollen, das ist nicht so angenehm. Wir haben einen weiteren Stein gefunden. Diesmal in grün. Von wem bist du denn, lieber Stein? Des Kepri. Ah ja. Na dann, vielen Dank, lieber Kepri. Ich kümmere mich mal dann um deine Verwandten. Oder so. Keine Ahnung, wer ihr genau seid. Und wie ihr in Verbindung steht. Okay, eigentlich war es ziemlich sinnlos. Nein, scheiß drauf. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ziemlich sinnlos, dass ich aufs Gewehr umwechsel wieder. Weil mich im nächsten Raum eh wieder Fledermäuse erwarten werden. Wie jetzt bei jedem Raum. Aber ich meine, im schlimmsten Fall kann ich aber schnell wechseln. Ist jetzt nicht das Ding. So, nächste Kombination bitte. Oh, hallo. Ja, genau deswegen. Ha, eigentlich sinnlos. So. Hier sind wir, glaube ich, jetzt alle durch, oder? Ja, jetzt müssten sich nur noch die Türen auf der anderen Seite öffnen. Gut. Dann holen wir jetzt die nächste Kombination ab. Ich sollte echt vorsichtig sein mit dem Springen hier. Das ist die ganze Zeit so extrem knapp, dass ich immer fast auf den Kanten lande. So. Gucken wir uns doch mal blau an. Blau ist eine wunderschöne Farbe. Da können wir doch mal gucken, was es denn da für eine Kombination gibt. Messer, Dreieck, Vogel, alles klar. Die holen wir uns doch direkt. Schaffe ich einen Sprung? Ja, doch. Alles gut. Boss, ist es so viel entspannter, seitdem die guten Viecher da eingesperrt sind. So, Messer, Dreieck, Vogel. Das ist ein bisschen zu weit gesprungen. Moment. So, Dreieck. Und Vögli. Da hat sich eine Tür geöffnet, sehr schön. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht. Gut, dann ab in den Raum hier. Das sieht sehr uncool aus, muss ich sagen. Das sieht sehr uncool aus. Oh. Kommt jetzt aber nicht, hoffentlich nichts irgendwas runtergerollt oder so, ne? Das mag ich nicht. Oh oh. Das habe ich mir fast gedacht. Es ist ein Rätsel, welche Tasten ich drücken darf und welche nicht. Und ich denke mal, wenn ich den falschen nehme, dürfte das ziemlich tödlich enden. Ich gucke mal ganz kurz, was die ganzen Zeichen bedeuten. Wir haben eine Hand. Okay. Die Hand bedeutet D.
Oh, hä? Ja, die Hand bedeutet D. Ach, ich hatte mich beim letzten Mal vertan, ne? Ja. Ich glaube, oder? Dreieck ist Q. Ne, ich hatte doch recht. Alles gut. Alles gut, ich habe nichts gesagt. So. Hand ist D. Dieses Auge da ist R. Dieses Ast, keine Ahnung, ist V. Was ist das denn? Warum dieser Knoten da? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, S. Da. Das ist ein Stein. Was bedeutet dieser Stein? Ist T. Nochmal ein umgedrehter Ast. Aha. Ist F. Okay. Das schlangenähnliche Ding. Ist das J? Das dürfte das J sein, oder? Ja, ist das J. Dann so ein Knoten und ein Auge. Ist X. Und die Punkte da ist N. Gut. Muss ich in der richtigen Reihenfolge drücken? Ist das das Rätsel? Das dürfte ziemlich lustig werden. Okay. Die Hand war was nochmal? D. Gibt es irgendwas, was vor D liegt, ne? Nee. Oder? C wäre dieses halb geschlossene Auge. Ne, gibt nichts davor. Oder? B ist ein Arm und A ist der Vogel. Dann, here goes nothing. Mal schauen, ob ich das überlebe. Das war anscheinend falsch. Okay, warte. Ich lade nochmal ganz kurz. Okay, inwieweit ist dieses Rätsel? Ich verstehe das Rätsel bis jetzt irgendwie noch nicht. Wait, warte, muss ich vielleicht... Liegt es vielleicht an den Lichtern an der Decke? Moment. Man weiß ja nie, was für coole Rätsel sind. Aber vielleicht... Ich zähle mal die Lichter. Warte, eins. Das ist echt kacke, die zu zählen. Moment. Wir sind irgendwie alle bedeckt. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, es sind 15. Dann zähle ich mal die hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, das geht nicht. Damn it. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, nee, das war was anderes. Verdammt. Ich verstehe das Rätsel nicht. Die Hand ist ein D. Was soll ich denn machen? Hä, mich dumm. Hä? Was hab ich irgendwas verpasst? Warte mal, welche Kombination hatte ich gerade nochmal eingegeben, um die Tür zu öffnen? Es war doch Messer, Dreieck, Vogel, oder? Ich glaube schon. Es wäre I, Q, A. Ja gut, das bringt mir auch nicht viel.
Ich habe keine Ahnung. Ich mache so ganz ein bisschen Try and Error und guck mal eben, was davon richtig reagiert. Das hat aktiviert, okay. Na gut. Was soll's. Mehr jetzt ausprobieren kann ich eh nicht. Na, ja, da ist es. Hallo. Tschüss ihr. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Rätsel funktioniert. Muss ich ehrlich gestehen, aber ich werde jetzt auch nicht in 2 Stunden dran rumgammeln. Vielleicht dürfen wir eh nicht folgen, oder? Ne. Sehr gut. Gut, das war ein sehr interessantes Rätsel. Ich weiß echt nicht, was ich da hätte machen sollen. Stein des Reh. Oh mein Gott, warte mal. Ich will kurz eine Sache austesten. Wir haben von diesem umgedrehten Ast das bekommen. Ist das nicht das R gewesen? Nee, das R war... Das Auge. Aber R und E können wir machen, Nee, R... Ach, gar nicht wahr. E war... Okay. E ist ein Messer. Gut, dann verstehst du das Rätsel wirklich nicht. Was bedeutet dieser umgedrehte Ast denn? F. Aber warum? Ich weiß es aber nicht. Aber ist auch egal. Wir haben Stein des Reh bekommen. Vielleicht gibt es irgendwie ein mega cooles Geheimnis hinter dem Rätsel. Aber ich habe es nicht verstanden. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach wirklich nur Try and Error. Aber wir haben ja nicht umsonst die... oh Gott, Hilfe! Es ist jedes Mal so knapp, oh mein Gott. Wir haben nicht umsonst dieses Alphabet bekommen. Heilige Scheiße, was mache ich denn hier? Es ist so knapp die ganze Zeit, oh mein Gott. Ich glaube, ich werde mich danach einfach echt nochmal im Internet und, erkundigen, ob es irgendwie ein Rätsel hinter gibt. Dreieck, Vogel, Messer, okay. Weil das ist schon komisch, weil irgendeinen Sinn muss das Ganze ja haben. Das wird ziemlich unnötig, ich weiß. Aber was soll's. Oh, so knapp. Dreieck, Vogel, Messer. Ich bin ganz in Überlegen. Irgendwie steht... Reh. Mit wem steht das in Verbindung? Gab es irgendwie eine... Anspielung auf irgendwas? Andererseits kann es sogar echt sein, dass er wirklich auf so Hintergrundwissen anspielt. Weil das war ja zum Beispiel... bei diesem... Universumsrätsel war das ja auch so. Dass, die darauf angespielt haben, dass man weiß, dass die damals eben gedacht haben, dass die Erde der Mittelpunkt ist. Es ist kein krasses Wissen, aber dass man in einem Spiel, wo eigentlich, ne, in so einem Spiel, was ja schon in zur richtigen Zeit, also zu einer Zeit spielt, wo man weiß, dass es eben nicht so ist, spielt, dass man da so ein Wissen anwenden muss, ist natürlich unerwartet. Eigentlich. Aber gut, wie gesagt, ich erkunde mich mal, ob es da irgendein besonderes Rätsel hinter gibt. Oder ob es wirklich einfach Try and Error ist. Unter Wasser finde ich schon wieder sehr unsympathisch, muss ich sagen. Okay. Muss ich mir gerade ein bisschen mehr eilen. Weil ich einfach. Oder ist es einfach nur. Einfach nur ein Labyrinth.
hoffe, ich sterbe einfach nicht. Das ist das Einzige, was ich möchte. Ich tauche einfach immer tiefer und immer tiefer und irgendwann komme ich schon irgendwann an. Guck mal, da ist ein Knopf. Den kann ich nicht drücken. Wo immer ich bin. Vogel habe ich gerade wahrscheinlich aktiviert, weil unten war ein Vogel. Ist auf dem Boden, also an der Wand zu sehen. Keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Aber gut, ich würde erstmal sagen, ich mache hier einmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tomb Raider 4, The Last Revelation. Und dann werden wir wahrscheinlich diesen Teil des Tempels verlassen. Denn es ist ja die letzte Kombination gewesen. Und ja, bis dahin würde ich erstmal sagen, ciao.